Ja, aber.
ja. Gut. Aber dann
Ein Unfall ereignete sich heute Vormittag in Stuttgart. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit stürzte vor der Einfahrt zum Heslach-Tunnel ein mit mehreren Tonnen Bitumen beladener LKW um. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da die 200 Grad heiße Masse abkühlt und erstarrt. Die Bilanz des Unfalls: 200.000 Mark Sachschaden und ein Verkehrschaos.